Robert ist schon wieder zu spät. Das gibt den nächsten Eintrag ins Klassenbuch. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kufus. Guten Morgen. Guten Morgen. Dann wollen wir mal anfangen. Als erstes wie immer die Anwesenheitskontrolle. Gregor Baumeister, hier. Sehr gut. Anna Jansen. Hier. Okay. Mila Klein. Hier. Kim Lau. Hier. Robert Lorenzio. Robert Lorenzio. Hier. Du bist zu spät. Entschuldigung, Herr Kufus, Sie waren heute einfach zu schnell für mich. Tja, dann musst du wohl noch schneller werden. Versprochen. Setz dich. Weiter geht's. Jan Meyer. Hier. Und Chang Zhang. Hier. Prima. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar möchte ich euch erzählen, was als nächstes bei uns im Unterricht ansteht. Och nee, was kommt denn jetzt? Ein Referat? Oder eine Hausarbeit? Nein, Robert, was noch viel Schlimmeres. Was, lesen wir jetzt wieder so ein dünnes Buch? Das wäre tatsächlich eine gute Idee, ein Literaturbuch mal wieder zu lesen. Na super, Robert, klasse gemacht. Aber nein, das ist es auch nicht. Puh, Schwein gehabt. Kannst du laut sagen? Nun machen Sie es nicht so spannend, sagen Sie es uns. Wir sind ja auf alles vorbereitet. Es gibt einen Projekttag an unserer Schule. Projekttag? Sonst hatten wir doch immer eine Projektwoche. Ja, richtig, die Projektwoche kommt noch zum Schluss des Schuljahres. Jetzt gibt es nur einen Projekttag. Und was machen wir da? Das wird ein Ideenprojekttag sein. Ihr sollt euch überlegen, was ihr an dem Tag machen wollt. Wir sammeln eure Ideen und stimmen dann einfach ab. Cool! Das ist ja super! Ja, voll! So, dann bildet kleine Gruppen und schreibt eure Ideen auf. Ihr könnt dazu auch auf den Flur oder Pausenhof gehen, aber seid leise. So, dann mal her mit euren Ideen. Wir könnten was zusammenbauen. Ein Roboter oder so. Nee, das hatten wir doch schon mal. Wir könnten vielleicht ein cooles Experiment machen. Nö, bloß nicht. Die reichen mir schon im Chemieunterricht. Wie wäre es mit etwas Kreativem? Ein Kunstprojekt vielleicht? Bäh, Kunst, sowas mache ich doch nicht freiwillig. Dann schlag du doch mal was vor, wenn dir unsere Vorschläge nicht gut genug sind. Und, hast du was? Lass mich doch mal überlegen. Hey, ich hab's! Und? Lasst uns zwei Wasserrutschbahnen bauen. Rutschen? Das ist doch auch langweilig. Keine normalen, am Ende bauen wir zwei verdeckte Boxen. Und dann? Wir losen aus, wer welche Box bekommt. Eine Box bekommt etwas Ekeliges und die andere halt nicht. Hey Robert, das ist gar nicht mal so schlecht. Stimmt, finde ich auch. Ja, die Idee ist tatsächlich ganz gut. Die ist ja auch von mir. Eine Mega-Idee ist das. Eine Super-Mega-Idee, sage ich euch. Ist ja gut, komm jetzt wieder runter. Ich schreibe das jetzt auf. Nachdem alle Ideen in der Klasse vorgestellt wurden, waren sich die Schüler einig, dass Roberts Idee die beste ist. Und somit stand dem Rutschwettbewerb nichts mehr im Wege. Ein paar Tage später sollte es soweit sein. Es sieht doch schon ganz gut aus. Hier muss ich noch etwas wegschneiden. So ist es doch gut, oder? Ich find's mega. Mir gefällt das auch richtig gut. Ich bin gespannt, was Herr Kufus sagt. Habe ich meinen Namen da gerade gehört? Wenn man vom Teufel spricht. Na, wie weit seid ihr? Wir sind gerade fertig geworden. Dann lasst mich mal schauen. Und, muss man dann durchrutschen? Genau. Das habt ihr echt gut hingekriegt, muss ich schon sagen. Super, echt. Danke. Das wird ja morgen ein tolles Event. Ich freue mich schon. Am nächsten Tag. Dann wollen wir mal starten und gucken, wer als erstes anfängt. Also der erste Name ist Hanna. Oh je. Und der zweite ist Robert. Yeah. Was wollen wir den beiden denn hinschmieren? Boah, mal überlegen, was könnte richtig gut sein? Lass uns mal Erdbeermarmelade und Senf machen. Oh ja, das ist gut. Wer rutscht auf welcher Seite? Lass uns Schere, Stein, Papier machen. Okay. 1, 2, 3. Schere schneidet Papier. Ich darf wählen. Ich nehme Gelb. Das hätte ich jetzt gerne genommen. Naja, egal. Auf die Plätze, fertig, los. Glück gehabt. Ei, bäh, das ist nicht euer Ernst. Erdbeermarmelade und Senf, wie eklig ist das denn? So, die nächsten sind Mila und Anna. Was nehmen wir denn Schönes für die beiden? Auf die Plätze, fertig, los. Ist das eklig? Ich würde nicht mit dir tauschen wollen. Das ist schon ganz schön lustig. Die nächsten sind Kim und Gregor. Dafür, dass meine Haare jetzt voller Mayo sind und ich Tage brauchen werde, um das rauszubekommen, kriegen die nächsten was ganz Ekliges. Auf jeden Fall. Wow, das sieht wie ein Kunstwerk aus. Ja, Wahnsinn. Wer hätte gedacht, dass aus Joghurt und Sojasauce sowas Kunstvolles werden kann? Mal gucken, wie derjenige gleich aussehen wird, der hier reinrutschen darf. Auf die Plätze, fertig, los!
Puh, Schwein, Glück gehabt. Bäh, Igitt, boah, Leute, auf welche Kombi seid ihr denn da gekommen? Was ist das? Joghurt und Sojasauce. Oh. Bin ich froh, dass ich nicht in sowas reinrutschen muss. Steht hier richtig gut, unser Kunstwerk. So, dann bleiben ja nur noch Jan und Chan. Aber Chan, warum hast du keine Badesachen an? Hab ich vergessen. Willst du jetzt in deinen Sachen rutschen? Ja. Na, hoffentlich erwischst du nichts, was sich nicht mehr rauswaschen lässt. Machen wir auch Schere, Stein, Papier? Okay. Okay, los. Ich habe Papier und du Stein. Papier wickelt den Stein ein. Ich darf wählen. Mal überlegen, wenn ich mich richtig erinnere, war was Ekeliges erst bei Pink, dann Gelb, dann wieder Pink. Jetzt wird bestimmt wieder nicht Gelb kommen, oder doch? Nimm jetzt einfach irgendwas. Okay, dann nehme ich Gelb. Auf die Plätze, fertig, los. Oh nein, das war die falsche Farbe. Puh, hab ich Glück gehabt. Das klebt voll. Was ist denn das? Ich glaube Honig und Senf, aber es schmeckt gar nicht so schlecht. Damit sind wir am Ende unseres Projektes angekommen, liebe Schüler. Das habt ihr richtig toll gemacht. Halt, stopp, wir sind noch nicht fertig. Genau, denn sie müssen auch noch rutschen. Was? Das hat mir keiner gesagt. Natürlich müssen sie. Sie sind unser Lehrer. Aber ich habe gar keinen Partner. Allein ist das langweilig, also wird nichts daraus. Der Direktor könnte gegen sie antreten. Das wäre eine Idee. Vergesst es, auf gar keinen Fall. Ohne mich, das mache ich nicht mit. Puh, wie kann man denn so stur sein? Dann mache ich halt mit. Yeah, super, Frau Müller! Oh, was nehmen wir denn nur? Das muss richtig eklig werden. Frau Kollegin, Sie dürfen die Farbe wählen. Ich will ja nicht dafür verantwortlich sein, wenn Ihre Kleidung ruiniert wird. Verstehe. Gut, dann wähle ich Pink. Auf die Plätze, fertig, los! Da habe ich ja die richtige Wahl getroffen. Ja, habe sie, denn ich liebe Nutella. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und vergesst uns nicht, kostenlos zu abonnieren. Tschüss!